Es hat lediglich einige Situationen gegeben, in denen wir keinen Pardon mehr geben konnten. Das war bei mir beispielsweise das erste Mal der Fall in der Kesselschlacht von Kiew, wo wir mit der Mondscheindivision zu weit vorgeprellt waren und in den Kessel der Russen hineingekommen sind, der gebildet wurde von Kleist und Guderian mit ihrer Zangenumarmung mit den Panzerarmeen und wo wir innerhalb des Kessels hin und her gedrückt wurden, wo keiner wusste, was hinten und vorne war und wo wir nach einiger Zeit plötzlich wieder an derselben Stelle waren, aus der wir vorher herausgeschossen worden waren und wo ich dann meine eigenen Leute fand, Augen ausgestochen, Geschlechtsteil abgeschnitten, in den Mund gesteckt und wo wir in dem Moment gefeuert haben bis zur letzten Patrone, bis sich nichts mehr gerührt hat.